weiß, dass viele irische Autoren Probleme mit Alkohol gehabt haben. Ob nun Probleme mit, meistens war es in der Tat der Whisky, aber die haben natürlich auch viel Bier getrunken. Es gibt Leute, die waren berühmt für ihre Sauftouren. Brendan Behan war ein wunderbarer Autor, der leider auch aufgrund seines Alkoholkonsums viel zu kurz gelebt hat. Auch viele amerikanische Autoren, bei denen Whisky oder sagen wir mal Alkohol in geistiger Form eine gewisse Rolle spielen, haben davon zu viel getrunken, ob das nun Jack London waren oder Hemingway oder Scott Fitzgerald. Oscar Wilde hat gesagt, er könne gar nicht verstehen, warum viele seiner Kollegen Probleme haben zu schreiben. Es würde doch bereits lang, die Feder in ein Glas Whisky zu stecken. Spaß gemacht haben mir natürlich Leute wie Jack London, der ja selber ein auch problematisches Verhältnis zum Alkohol hatte. Andere hatten ein eher folkloristisches Verhältnis, viele der Schotten, bei denen gehört Whisky einfach zum Lebensstil dazu. William Faulkner hat gesagt, die chemische Analyse der dichterischen Fantasie sei eigentlich relativ simpel. Es seien 99% Whisky und 1% Schweiß.